Herzlich willkommen bei Nether. Hier ist der Sarazar und hier bin ich und wir sind mal wieder ganz am Anfang. Ihr wisst ja, wir sind gestorben des Öfteren in letzter Zeit. Aber davon darf man sich hier nicht entmutigen lassen. Ja, ey. Hab ich gehört. Also es haben mich schon voll viele angeschissen. Sarazar, am Anfang hat es ja echt noch Spaß gemacht. Aber du bist so schlecht. Stimmt. Echt? Ja. Aber das ist total falsch von denen tatsächlich, weil ich habe letztens mit Profis hier auf dem Server gespielt, ja, mit 3 Stück, wir waren in der Gruppe drin, das machen wir jetzt übrigens auch gleich mal, in der Gruppe drin und wir sind auch gestorben. Also die hatten irgendwie alles mögliche an Loot und so weiter und waren auch Level, weiß nicht, 15 oder so und trotzdem, wir sind alle draufgegangen, 3 Mal während der Session. Naja, das ist jetzt quasi ein neuer Anfang, denn wir haben viel gelernt jetzt auch in der letzten Session. Hier jetzt eine komplett neue Session, die ersten 6 Folgen waren ja aus der ersten Session, muss man auch mal ganz kurz dazu erwähnen, hier in den Raum geworfen. Naja, und der Rumpi und ich, wir haben jetzt gedacht, komm, das Spiel war eigentlich lustig, auch wenn wir es nicht konnten. Wir finden schon irgendwelche Ausreden, die wir hier zählen können. Geh doch mal auf Social, also Escape und dann auf Social. Und ja, dann kannst du mal gucken, bei Invites to other Groups, unten müsste jetzt eine Einladung von mir stehen. Okay, Accept. Jetzt sind wir, sehr cool, jetzt, dann sind wir jetzt nämlich endlich mal in der Gruppe und jetzt sehe ich dich, wenn du auf M drückst, sehe ich dich auf der Karte, das ist falls total wir uns super. Wieder verlieren. Und das ist auch, was wir gelernt haben quasi. Und es wurden noch viele Kommentare geschrieben und so weiter und so fort. Wir wissen jetzt doch einiges mehr, wie wir hier ein bisschen überleben können. Also quasi einen Neuanfang. Der Rumpel rennt da schon weiter mit seinem kleinen grünen Rucksack. Ja, genau. Der kleine Rumpelzmann. Aber ich finde es ja auch eigentlich immer, ich finde es immer so merkwürdig, wenn Leute sagen, ihr kennt euch ja überhaupt gar nicht aus im Spiel. Natürlich kennen wir uns nicht aus. Es geht ja gerade darum, auch mal so Spiele kennenzulernen, wie es ist, wenn man zum ersten Mal einfach reingeht. Genau. Und dann guckt und dann ein bisschen failt und so weiter und das Spiel kennenlernt. Es wäre doch irgendwie, also ich fände es langweilig, wenn man irgendwie reingeht und man kennt schon alles oder so. Ja, also dann ich kann spiele man sich ja auch sowieso Tutorial gerne angucken. Spiele, die ich halt noch nicht kenne. Das macht mir halt auch viel mehr Spaß, als Spiele zu zocken, die ich halt in- und auswendig kenne. Natürlich ist das bei sowas wie Nether oder anderen Multiplayer-Games natürlich eh mal eine neue Spielerfahrung. Aber man lernt halt dazu und ich bin halt auch nur ein normaler Mensch, der hat das nicht direkt drauf wie der Ober-Pro-Gamer, der 8 Stunden Nether am Tag zocken kann. Das ist natürlich klar, ne? Nee, also, aber das geht ja auch, also das will man ja auch gar nicht, sondern es geht ja eben genau um diese Spannung. Also wenn man so profidermäßig dran geht, dann verliert irgendwie das Spiel seine Spannung. Ja gut, manchmal rege ich mich auch über mich selber auf, ganz ehrlich. Manche Sachen checkt man dann auch erst spät und so, wo man selber als Zuschauer natürlich auch viel mehr sieht, weil wir konzentrieren uns aufs Spielen, aufs Reden. Wir gucken dann noch, probieren das Spiel zu lernen gleichzeitig. Also eigentlich so eine Dreierkombination aus Erfahrungen, die man aufnehmen muss. Oder Input. Und das ist natürlich ein Problemchen. Das ist gar nicht so leicht. Und der Zuschauer muss ja nur konsumieren. Allerdings der muss ich sagen, ich will natürlich, gibt es natürlich viele Leute, die das Spiel wahrscheinlich auch schneller gecheckt hätten als wir jetzt. Der Rumpel wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneller gecheckt als ich. Der überlebt ja hier doch noch ein bisschen öfter. Ich sterbe doch sehr häufig noch. Aber. Noch nicht. Das noch gehört nicht dazu. Das gehört dazu. Ja, noch nicht. Außerdem muss man auch sagen. Am Anfang ist man natürlich so ein bisschen freiwillig und ich habe auch schon viele Kommentare gelesen, mir ging es noch viel schlechter als euch. Ich weiß gar nicht, auf was für einen coolen Server ihr wart, weil ihr so wenig Spieler gesehen habt. Wir suchen uns natürlich schon auch Server aus, wo wenig los ist. Klar, wenn da jetzt irgendwie 50 Spieler drauf sind, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann abgeschnetzelt wird, relativ hoch, muss ich sagen. Natürlich, also das ist ganz klar, was jetzt jede Menge Leute, die dir ans Leder wollen. Und wir haben ja in der letzten Folge auch gesehen, die Spieler können ganz schön assi werden, von wegen nur PvE fast. Das geht ja auch richtig PvP-mäßig zur Sache. Ja, vor allen Dingen in der Nähe von den Loot Drops halt und in der Nähe von Safe Zones ist das häufig so. Also gerade die Sniper sitzen halt dann irgendwie irgendwo in der Nähe von der Safe Zone und schnappen sich die ganzen Spieler, die halt gerade dahin laufen. Was natürlich echt so ein bisschen assi ist, muss man sagen. Ja, und was wir gelernt haben auf jeden Fall ist auch, dass wir dringend, da liegt Kohle. Warte mal. Ja, habe ich aufgenommen. Ach cool, 300 waren das, oder? 30. Ach schade. So viel Kohle, ich habe 300 nicht gesehen rum. Mit meinem. Aber hier, guck mal, hier sind 2 Energy Bar. Bars noch. Energy Bars. Kannst du einen nehmen und ich einen? Ja, geil, nehmen. Lecker. Yum. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schusswaffe, wollte ich sagen, noch eben. Das ist halt echt elementar im Kampf gegen andere Spieler. Also mit dem Messerchen oder einem Katana bringt nichts, wenn er dich schon wegrasiert mit seiner AK. Das stimmt natürlich. Also Schusswaffen sind natürlich ein großer Vorteil. Andererseits sind die halt auch nicht so schnell und so einfach zu kriegen. Aber ich habe da auch so ein bisschen gelernt. Also die besten Loots sind wohl oben auf Gebäuden. Und ich war in einem Spiel tatsächlich mal
bin ich mal so ein, ich glaube, 10-stöckiges Hochhaus hochgelaufen. Das ging. Also es gibt durchaus Häuser, die man auch wirklich nach oben laufen kann, ohne Ende. Und von oben sieht man das, sieht das natürlich echt geil aus. Und dann kann man sich mit diesem Gleiter da runterhauen, runterwerfen. Genau, das haben wir auch gelernt. Wir müssen dann von großen Punkten. Also wie gesagt, wir haben einiges jetzt auch dazu gelernt. Auch dank euren Kommentaren natürlich. Vielen Dank dafür. Es wird sich jetzt doch ein wenig bessern, das Ganze. Allerdings werden wir weiterhin auch noch oft abscheißen. Das sprich mal nicht so viel, genau, Alter. Genau, das habe ich direkt in den Raum geworfen. Oh, warte mal. Erwartung getroffen. Ich bin runtergegangen. Nee, da ist irgendwas. Was ist da? Attack will happen. 10 Minuten. Achso, ja gut, das glaube ich aber nicht hier. Ich bin jetzt mal hier runtergegangen, weil hier unten ist auch immer öfter mal Loot und man ist halt den Snipern und so weiter nicht so ausgesetzt, muss ich sagen. Sondern, Haben die dich ausgesetzt vor der Tür? Ja, die Sniper. Ach guck mal, und hier können wir uns was braten, theoretisch, ne? Zubereiten. Ja, mit Dativ und so. So, in welche Richtung soll man denn mal laufen? Sollen wir in Richtung Riverside Outpost mal wieder laufen oder sollen wir mal in die andere Richtung laufen und dann mal versuchen, bis zum Museums-Outpost also, vielleicht zu kommen? Ich hoffe, wie viel Kohle haben wir denn? Wo sehe ich das denn nochmal hier? Ich habe relativ viel Kohle, glaube ich. Ach, 302. Ja, ich sehe es auch mit Inventory, klar. Genau, ich habe 800. Boah, also Alter, können wir uns ja vielleicht eine Schusswaffe organisieren. Was halt echt ganz cool ist, also je länger wir das spielen und je länger du überlebst, desto mehr Geld hast du, das Geld behältst du, das finde ich ganz nice gemacht. Genau, das Geld behältst du, aber du kriegst auch mehr Geld dazu. Also wenn man jetzt, hat ja auch so ein Account-Level, es gibt so zwei Arten von Leveln. Einmal, wenn du den auf Character gehst, halt den ganz normalen Level, achso, da kann ich auch nochmal hier gerade einen ausrüsten, damit ich mal ein bisschen verteidigen kann. Aber wenn du bei Character drauf gehst und dann auf rechts, also oben, ne, über den ganzen Skillpunkten rechts auf Account, dann siehst du, was für ein Account-Level du hast und was du für Rewards hast. Ich habe leider erst Account-Level 2. Genau, ich habe Account-Level 7 schon. Bin, bist und damit, du der Angeber. Der hat voll heimlich genau, damit kann ich, damit kriege ich jedes Mal, wenn ich wieder respawne, sozusagen $75 schon. Was natürlich ganz geil ist und auch ein paar andere Goodies, weil mit den $75 kannst du dir zum Beispiel schon so ein Katana kaufen. Katana. Ich glaube, die User wollten, dass ich das richtig ausspreche, weil ich immer Machete auch richtig ausspreche, dann muss ich jetzt Katana auch richtig aussprechen. Katana! Oh, hier ist die. Das wusste ich ja gar nicht, dass hier auch die Bahn zu Ende ist. Ja, wir gehen auch ein bisschen in die falsche Richtung, oder? Wenn du zum Riverside Outpost willst. Oder wo willst du hin? Oder nee, wir wollten doch jetzt zum Museums Outpost, okay. Weil da waren wir noch nicht. Alles klar, dann geh mal los. Ich sehe gar nicht viel. Ja, wir müssen jetzt leider trotzdem oben lang gehen. Na, hier gibt's nichts. Hier ist nur ein Loch. Ich habe hier keine Lampe mehr. Die habe ich aus Gold erfolgreich verschwendet für eine Ratte. Wenn schon nicht gegen Spieler, dann killen wir wenigstens endlich Ratten. Mal einen Kill. Aber es sind viele Spieler auch auf dem Server, also wir müssen uns warm anziehen. Hier gibt es auch einige, die sind nicht ohne und wollen uns natürlich gerne ausplündern. Boah! Ich glaube, das war da irgendwas. Das war nicht mein Magenrumpel. Nee, das war da unten hinter dir! Hinter dir! Wuhu! Alter Schwede, lass abhauen. Hinter dir! Boah. Wo ist der? Geh mal hier runter, das ist einfacher. Ja, oder glitscht in der Wand. Ich habe ihn durch die Wand getroffen. Hinter dir! Sehr schön. Sehr gut. Den musst du jetzt erledigen, damit du Level kriegst. Wo ist der? Hau weg. Hier. Na gut, egal. Egal. Dafür nehme ich die Bone Slugs. Auch noch eine sehr interessante Information, die ich von einem Spieler gelernt habe, mit dem ich gespielt habe. Wenn man diese Nether Skins sammelt, ne? Also die Häute von den Nether Skins, kann man in den Safe Posts aus 5 Häuten sich die Pillen kreieren, die ja auch schon relativ teuer sind. Und diese Schmerzpillen, die sind ja relativ elementar für die Lebens. Ja, ja, ich weiß, Schreier. Was du meinst. Vorsicht. Da ist er. Ich muss unbedingt. Der kann auch so ein bisschen spucken, ne? Vorsicht. Oh, ich hab dich getroffen, glaube ich. Ja, schön. Ich laufe hier schon seit 15 Minuten durch und bin noch von keinem Monster getroffen worden. Ja, ich bin dann kommt Sarazza. Hinter mir. Oh, oh, oh. Wir haben noch nicht den Blockskill, das ist natürlich problematisch. Ich schon. Oh, wir haben 2 hier. Ja. Alter. Das ist das Problem von den. Der eine ist weg. Ja, der andere hoffentlich gleich auch. Ich sehe nicht. Wo ist er? Oh, da kommt noch einer, Alter, es sind 3. Nein, weg. Hau ab. Komm mal ab. Das sind zu viele. Nein! Autsch! Ja, aber wir können nicht mehr abhauen, wirklich, glaube ich. Oh, doch, wir müssen rennen. Und einen Snack reinhauen. Boah, 270, ich bin hier gleich tot. Alter Schwede.
Wo bist du? Nein, die sind immer noch hinter mir her. Alle weggemacht von wegen. Hinter mir sind drei her. Ich bin gleich tot. Alle, die hier waren. Oh nee, das kann doch nicht wahr sein. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Ah, ich hab geil eine Bandage gefunden. Ah, ich muss kämpfen bis zum Ende. Mach das! Ich weiß nicht, wo du bist. Nur noch 200 Leben. Ich werde wieder drauf gehen. Es gibt's doch nicht. Ich konnte nicht abhauen. Hä? Wo sind die? Komm her, du Bastard! Ja, Level 3. Alter, ich hab's. Oh, 25, Alter! Aber ich hab nur noch 225 Leben. Das war vielleicht nicht das Richtige zu flüchten. Das ist wieder einer, Rumpel. Ah! Ach, du Scheiße! 105. Ach, da bist du! Ich hab 25 noch. Scheiße. Wo ist der? Der verdammte Wichser. Alter, wie viele waren das auf einmal? Den habe ich erledigt da vorne. Da hinten ist Vorsicht, noch einer. Da ist, ich höre schon wieder das einen. Das gibt's doch nicht. Nee, der haut mich weg. Ich muss rennen. Ja! Ja, sauber. Sauber, sauber. Lass uns hier reingehen. Hier rein. Komm. Nein! Shit! Was? Direkt hier hinter der Tür ist wieder einer gewesen. Alter, was ist hier los, Hölle? Ich habe ihn erwischt. Oh, Vorsicht, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen. Das wäre jetzt schicksalsträchtig. Hast du den? Ah, fast. Ah, hier ist schon. Ja, ich hab ihn erwischt. Hier ist Scheiße, noch einer. Alter, einer das gibt's doch nicht. Alter, was ist los hier? Ah. Oh, ich sehe nur noch alles so. Oh. Ja, ich höre es auch nur. Ja, so voll, da hinten, alle, da, hier sind Bandages. Drauf. Ich hab einen erwischt. Nochmal. Ja, wir haben ihn. Ja. So, jetzt ruhig. Hier ist Canned Food. Alter, boah, Schwede. Ich habe 125, habe ich jetzt nur noch. Ich habe 105. Wir haben uns aber echt gehalten. Müsst ihr jetzt mal auch zugeben, ja, liebe Zuschauer. Ja, wenn wir nicht weggelaufen hätten, direkt gekämpft, wäre es vielleicht am besten gewesen. Obwohl, so kommen wir die vielleicht auch splitten. Hm. So, jetzt erstmal hier zurückziehen ganz kurz und jetzt mal gucken, was wir hier alles machen können. Also, erstmal kann ich leveln wahrscheinlich, weil wir haben jetzt echt ein paar Level bekommen. Ich habe 3 Stat-Points. Ich habe sogar 4. Die haue ich auf, Melee. Also, Verteidigung musst du auf jeden Fall draufhauen. Ja, ne? Also auf Melee, damit du... Ja, Blocken brauchst du halt, das ist der wichtigste Skill am Anfang. Blocken ist echt gut, weil der macht auch Schaden. Wenn die dich angreifen und du blockst, dann machst du damit auch Schaden. Stamina hast du auch geskillt, ne? Ja. So, wir müssen ja am Anfang... So, ich ess mal was. Ja, das Aim ist vielleicht auch nicht verkehrt. So. Stärke habe ich auch mal geskillt. So, jetzt ist natürlich die Sache, dass wir Skillsion so schlecht jetzt, Survival dass wir eigentlich keine andere Chance haben, als versuchen müssen, den Lakeside Haven zu erreichen. Ja, und dann haben wir keine Kohle, um uns überhaupt so ein Medipack kaufen zu können, Doch. Weil die übertrieben teuer sind. Ich habe Kohle. Ich habe Kohle. Ja, die kosten noch 500 oder so für 300 Leben. 300 für ziemlich viel. Und das kaufe ich dann einfach mal. Das ist ja egal, wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen. Okay, also. Alter, alles klar. So, ja. Hier raus und dann I follow you. Nach links. Oh Mann, ob der Lakeside Haven willst, ne? Diese Schreiehälse, die sind halt echt ätzend, weil die immer andere Anhören, Aliens noch mit anziehen. Das sind ja keine Aliens eigentlich. So, jetzt mal schnell hier über die Straße drüber. Das sind ja eigentlich Virusinfektionen auch alles gewesen. Ist das eine Virusinfektion? Hm. Sind das Menschen? Oh, schon wieder so ein Schreihals. Ist irgendwie mehr los hier? Hinter dir! Nein! Oh Gott, kann ich dir kämpfen? Nein, er hat mich angekotzt. 30 Leben nur noch. Alter, ich brauche dringend irgendwas zum Überleben. Der kotzt, hinter der dir. Kotzt. Ja, alter Schwede. So, und hoffe ich mal, dass hier keine in der Nähe 30 waren. Leben anderen. Nur noch. Ey, ist das bei dir auch so, dass das total weit weg klingt alles also weil es uns so schlecht geht? Uns geht's mega dreckig, ey. Oh Mann, Alter Schwede. Aber wir kämpfen. Wir müssen überleben, Sarazar. Ja, irgendwie werden wir das schaffen, mein Freund. Genau, vor lauter Blut kann ich schon gar nicht mehr reden. Wenn ich mit 30 Leben jetzt den Outpost erreiche und dann 300 Leben habe, macht es ja nicht mehr Sinn, mich einfach umbringen zu lassen. Nee, weil du hast ja geskillt und gelevelt. Oh, warte mal, hier sind... Das ist nicht uninteressant hier. Hier könnte was sein, an Loot. Boah, am besten Krankenwagen. Ja, leider. Schade. Jetzt gleich kommen Spieler um die Ecke und boxen uns weg. Ich sehe das schon kommen. Also da hinten ist auch mal... Ja, das könnte auch gut sein. Wir sind jetzt nahe von Lakeside Haven. Boah, da oben war da was. Nee, glaube ich. Komm hier rein. Nicht, dass wir abgesnipert werden, ne. Alter, okay. Ich höre nichts mehr so richtig. Völlig taub, nee, alles. Ich auch nicht mehr, bei mir jetzt auch alles voll krank. Wie,
wie bei diesen Techno-Songs, wenn dann die ganzen Höhen rausgenommen werden. Nein! 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 Raus! Raus! Was ist da? Anti-Nether-Device have failed in the safe zone. Ausgerechnet jetzt! Alter, das ist ein Riese! Wo bist du hin? Ja, ja, ja. Ich bin weiter weggelaufen. Ich bin direkt weggelaufen. Ja, wohin denn? Weg! Ah! Nein, nein! Ich seh dich, ich seh dich! Hier, hier! Rechts, der rechts Fette von dir! Der Fette ist hinter mir. Ich komme. Ich komme raus aus dem Gebäude. Oh nein, nein. Ja, wo lang, wo lang, wo lang? Ich bin bei dir. Hier, Scheiße, ich häng im Zelt fest. Nein! Oh nein, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen, mein Lieber. Ich werde draufgehen. Nein, bitte nein, nicht. Nein, 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 nein. Wo bist nein, du? Ich bin weiß irgendwo nicht. Auf der Straße. Guck auf. Nein! Ich bin tot. Bist du von dem Großen weggemacht worden? Nein! Oh, shit. Fuck. Also, wie gesagt, es ist echt nicht einfach, dieses Spiel. Aber das macht's auch irgendwie aus, finde ich. Und klar, es gibt halt immer wieder Leute, die glauben, das ist alles total einfach und total easy. Alter. Aber in Wirklichkeit. Ja, jetzt bin ich habe so gehofft, dass ich durchkomme. Ja. Scheiße, ich bin der Ohio Avenue. Muss ich dich jetzt nochmal in eine Gruppe einladen? Nee. Ah, ich sehe, wo du bist. Du bist am Basso Park. Ja, dann lass uns doch am Riverside Outpost treffen, wenn der Lakeside Safe Haven gefallen ist. Riverside, da müssen wir ja relativ weit laufen, oder? Oder? Wir gehen am Music. Ja, ne, geht, guck auf die Karte. Doch, Riverside, ja, Riverside ist gut, dann treffen wir uns da in der Mitte, ja. Alter, ich versuche mal da hinzukommen. Ist nämlich gar nicht so einfach, der Basso Park ist hier nämlich. Bisschen ätzend. Und ich laufe die ganze Zeit in der Sonne hier rum. Ich probier's jetzt mal. Ja, durch diesen verrotteten Park. Alter Schwede, ey. Ich stand eben voll unter Strom. Dann habe ich so gehofft, ich schaff es. Und nix da. Da haben wir viel EP gemacht. Flares, ey. Ich bin jetzt gerade in einem Krankenwagen und hier liegen nur Flares rum und keine Medipacks. Das wäre total super, wenn da mal ein Medipack wäre. Ja, die Drops sind echt zu gering, finde ich. Ich glaube, hier bin ich sicherer. Schade, dass sie gering sind, aber ich finde es auch in Ordnung. Also, ach du Scheiße, direkt schon wieder ein Fettsack? Was zur Hölle? Treiben sich viel zu viele rum, ich komme da nicht runter die Straße und ich dachte, ich wäre clever und gehe da lang. Vor allem das Krasse ist, wenn man nicht mehr richtig hört, dann hört man immer zwar Geräusche, aber weiß nicht, woher die kommen und ganz ruhig, wie nah die sind. Nein! Nein! Nee, nicht weg. Aber ich habe einen Riesen aufgescheucht. Und ein Flieger. Irgendwie hast du da ein Talent für die Riesen. Ja, ich wollte da irgendwie durchkommen. Die magst du, ne? Ganz toll. Ganz toll sind die Riesen. Oh nein, bedau mich nicht. Nein. Ey, Alter, ich sprinte nicht mehr. Was für ein Scheiß. Weil du keinen Stamina mehr hast, wahrscheinlich. Jetzt kann ich wieder sprinten, aber nur noch 600 Leben. Da kann ich mich noch direkt umbringen lassen. Komm, töte mich, du Scheiß. Töte mich! Töte mich! Ja! Nichts, aber ich habe kein Selbstmord! Ich mach das Vieh fertig, den Flieger hier. Komm her. Den Flieger? Ja, wenn du den mit dem Küchenmesser fertig machst, dann bist du der Ober-Pro-Gamer. Ja, auf einem neuen Level. Oder auch nicht. Sarazar has been killed by a Watcher. Ja. Ich hab was gewagt, weißt du. Oh nein, Alter! Fick doch die Wand an. Ich geh zum Museum Outpost. Ah, schade, da wollte ich eigentlich hin. Oh, da ist ein Spieler. Der hat mich noch nicht gesehen. Lass mich den mal weiterlaufen, weil mir geht's ja wirklich nicht so gut. Mir geht's ja wirklich nicht so gut. Mit was willst du ihn auch angreifen? Mit deinem Messer? Ja. Ach du Scheiße. Ja, ich muss zum Museum Outpost, weil ich bin da direkt in der Nähe. Bis bei Riverside werde ich niemals ankommen. Also was ich halt ganz cool fände, im Gegensatz, also nicht unbedingt den Loot vergrößern, sondern dass man sich so ein bisschen, so ganz langsam selbst heilt. Das fände ich gut. Das wäre schön, ja. Das wäre schön. Das wäre total gut. Also langsam, nur dass man nicht einfach irgendwie, halt weiß nicht, mehr, eine Minute in der Ecke warten muss oder so, sondern ganz langsam. Und wir müssen unbedingt mal nach oben. Wir müssen mal Häuser rauf irgendwie. Boah, hier sieht's echt heftig aus, hier im Riverside Outpost, Alter. Nicht Riverside Museum. Da ist ein Dicker wieder. Es gibt's doch nicht. Wie viele treiben sich von denen hier rum? Muss echt durch die Häuser gehen am besten, ne? Ich hab hier einen Flappy Bird. Hatte ich gerade eben auch, der hat mich ordentlich umgehauen.
Flappy Bird hatte ich ordentlich mal geflappt. Eine Flap, Flap, Flap. Ein Bitch Flap. Oh Mann, oh Mann, alter Schwede, ey. Ob ich das nochmal überleben werde? Aber ist echt krass, wie lange ich jetzt schon hier bin. Du hast tapfer überlebt. Ich hatte einfach Pech mit dem Dicken dann. Auf jeden Fall. Nee, aber wie lange man hier, also wie lange ich hier jetzt schon mit 125 einfach nur rumlaufe. Ja, und du kriegst halt echt nur geringfügig Neues, ne? Das ist wirklich schade. Oh, so ein kleines. Neues? Das ist so eine Region bei Köln, ja, ne? Oh, das tut ja beinahe weh. Okay, Museum Outpost. Ja, das sagst du. Ja, es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung. Oh nein, da sind Spieler. Meinst du, sie wollen mich umbringen? Oder soll ich die umbringen? Ja, versteck dich einfach. Ich renne jetzt durch zum Museum Outpost. Oh, da, ich habe irgendwas aufgescheucht. Ich habe einen Broken Tech. Nee, die haben was aufgescheucht. Geil. Oh, die haben den mit einem Schlag weggesenzt. Hilfe. Ob die mich töten wollen? Nee, die sind nett. Die sind nett, das ist ja super. Ja. Hallo. Hab das Bild so gefeiert. Es gibt ja keinen Voice-Chat, ne? Oh. Ich glaube, der kommt aber noch. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob es einen gibt. So, dann gehe ich mal zum Museum Außenposten. Die Jungs wollen mich nicht umbringen, erstaunlicherweise. Ist immer ganz gut. Die sehen wahrscheinlich, dass du Level 1 bist und noch gar nichts hast. Ja, ich bin der kleine Sarazar, weißt du? Hallo, ich bin der kleine Sarazar. Bitte töte mich nicht. Oh, wir müssen hier Devices reparieren. Ach du Scheiße. Oh ja, da seid ihr beim Lakeview, ja, oder was? Ja, mit einer Gruppe wenigstens mal. Und die Jungs haben auch scheinbar... Nee, nicht Lakeview, ja cool, sondern Museum Outpost. Aber ich will mich gar nicht einmischen. Der Museum Outpost ist auch ausgefallen. Wie es aussieht, ja cool. Mein Player-Level wurde increased, obwohl ich nur dabei stand. Ja, du kriegst auch Level-Upgrades für einfach nur Überleben. Ach cool, dann gucke ich mir das jetzt einfach an. Ich will da nicht reinspringen, weil ich habe immer Angst, dass ich dann draufschlage und wen anders töte aus Versehen. Muss ja nicht sein. Es macht aber so Laune, hier durch diese kaputte Landschaft durchzuwandern, muss ich das echt sagen, jedes Mal wieder. Level 3, cool. So, jetzt könnte ich mal kurz gehen, aber die Jungs wollen weiterziehen. Obwohl, ich lass die mal fighten. Ich beobachte das ganz ehrlich. Oh, Alter, jetzt wird's eng. Jetzt wieso? Werdet ihr wieder angegriffen, oder was? Ja. Zum Watchman hinter mir. Habe ich gegen die überhaupt eine Chance? Nee, warte, lass es lieber sein. Ich renne lieber da hoch zu den anderen. Oh Gott, ein roter Kinderwagen. Boah, wurde angekotzt. Und ein kaputter Flügel, das ist ja noch trauriger. Kinder okay, aber Musik, die darf man nicht zerstören. Boah, ich setze darauf, dass die Jungs mir irgendwie helfen und die tun's. Die machen das echt gut. Nice, du hast richtig eine neue Freundin gefunden. Das passiert nicht oft bei Nether, muss ich sagen. Nee, muss ich auch leider sagen. Aber ich skill jetzt erstmal blocken, ganz kurz. Da muss man die echt mal lobend erwähnen. Ja, ganz lieben Dank dafür, falls ihr irgendwie das Video zufällig sehen werdet, sollt, tut. Ich glaube aber, hier sind sehr viele englische Leute unterwegs. Aber ich habe auch was abbekommen. Nein, sag mir nicht, der eine Kumpan ist gestorben. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl. Hier ist einer auf dem Klo gestorben. Alter Schwede, der hatte brutalen... Ach Durchfall. Du Scheiße. Die sind da hinten. Den einen kann ich wegschnetzeln. Ich glaube, ich habe geringen Blutdruck, so wie mein Herzschlag klingt. Also ohne Jungs hier, ganz ehrlich, ohne Gaski 85 hier. Boah! Nein! Alter, das gibt's doch nicht! Was ist passiert? Ich stand mit 600 Leben daneben, wurde. Ich glaube, der Spieler hat mich umgemäht gerade. Ich bin mir nicht sicher. Aber aus Versehen, oder was? Ja, wie es aussieht, ja. Ich gelobe Besserung von wegen. Das ist ein Deutscher. Woher weißt du das? Ich gelobe Besserung. Nee, habe ich gesagt. Doch so. Am Anfang der Folge. Jetzt läuft alles besser. Ach so, meinst du? Scheiße, ja. Alter, ich bin tatsächlich in der Safe Zone angekommen. Ich bin bei Riverside Outpost. Ja, und ich muss wieder zum Museum Outpost, und aber ich komme da an. Ich renne da durch jetzt. Scheiße, dreimal schon wieder gestorben, Alter. Ich hatte 650 Leben, One Hit. Pam, weg. Ja, krass, aber das war noch eine Shotgun oder irgend sowas. Nee, der hat mich mit einem Katana erwischt. Oder mit seiner Axt. Wie krass, aber ein Katana macht eigentlich nur 300 Schaden.
Ja, da war einer mit einer Axt, einer mit Katana und ein Monster. Ich weiß nicht, was mich getroffen hat. Beide haben dich aus Versehen getroffen. Ich weiß nicht, was mich getroffen hat jetzt letztendlich. Ob es das Monster war, das mich gekillt hat. Oder vielleicht war das Monster und er. Das kann sein. So, ich habe ja so ein paar Sachen, die ich hier verticken kann. Jetzt muss ich nur noch mal diesen scheiß Shop finden. Ich finde, das ist immer so ein bisschen nervig, hier den Shop zu finden. Vielleicht sollte ich dann auch mal ganz ehrlich wirklich mich gar nicht in so Kämpfe einmischen, sondern einfach nur warten, weil sonst trifft man sich so schnell gegenseitig. Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall eine Regel, erstmal zurückgehen und abwarten, bevor man halt selbst mitschnetzelt. Ja. So, das eine Vieh ist halt neben mir gespawnt, da konnte ich gar nicht mehr viel machen, weißt du? Alter, wo dieser verdammte Scheiß-Shop ist. So, aber der Museum-Outpost scheint wieder unter Kontrolle zu sein. Ich glaube, die Jungs haben das gerichtet. Ja, schön. Warum kriegen die sowas zu zweit hin und wir nicht? Wir waren ja nie zu zweit dort. Wir waren immer einzeln dort und sind dann irgendwie richtig von sehr, sehr vielen Viechern angegriffen worden. Beim letzten Mal auf jeden Fall. So, hier kann ich jetzt... Du heiliger Bimbambino, ey. Es ist hier. Ach du Scheiße. Von wegen, der ist sicher. Oh mein Gott, ich werde sterben. Ah, wie ist das schön. Ich habe hier sogar noch eine Pistole in meiner Global Inventory. Das ist natürlich besonders geil. Fuck, Alter, diese Watch-Typen, die machen ja so einen Damage. Was haben wir denn hier? Travel Bag? Can be sold. Was, hier sind schon Leute, wo ich traden kann? Und trotzdem noch die Viecher? Nein, lass mich Ruhe. Okay, ich bin wieder tot. Du bist schon wieder tot? Ja, doof. Aber vielleicht kommst du jetzt in der Nähe von mir wieder zurück. Ja, geht so. Ich glaube, ich mache hier mal ein kleines Päuschen, ey. Wir müssen sowieso, glaube ich, eine Pause machen, oder? Ja, genau. Aber das ist ja deprimierend, ey. Ich sterbe hier die ganze Zeit nur, kack nur ab. Ich komme zu gar nichts. Ja. Ich komme zu gar nichts. Ein bisschen Vertrauen. Ja, ich dachte jetzt, hier kriege ich es hin und kack schon wieder am laufenden Band. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich kaufe jetzt einfach Medipacks. Zwei, ey, das mit drei. Dem Medipack ist echt bitter, ne? Weil du, das bringt gar nichts, sich dann zurückzuziehen. Dann lass dich lieber umbringen, weißt du? Sobald du einmal Leben verloren hast. Ach Gottchen. Da kommt schon wieder weg. Ich probiere noch zum Riverside Outpost zu kommen. Oh ja, mach das. Ich pieß drum. Scheiß wie. So, gleich hört man auch wieder was normal bei mir. Und es ist so. Ich kann dir. Achso, du hast ja auch ein bisschen Geld, ne? Ja, ja, warte mal gerade. Ich muss hier gerade Level 2 kommen. Wurde auch schon einmal getroffen. Mann, wann geht der nicht drauf? Das Messer ist so scheiße. So. Magnum Armor hat der gedroppt. Ha, das ist ja schön. Ich habe wieder normalen Sound. Achso, du hast jetzt die ganze Zeit diesen einen Sound gehabt. Krass, ja. Ja. Ja, wir wollten eine Pause machen. Warte, ich mir geht's wieder so gut. So, Riverside Outpost noch kommen. Ich bin direkt da. Also nicht mehr weit. Ich renne jetzt einfach zu dir. Der ist safe, ne? Das heißt, ich bin da drin auch safe. Ja, ja, der ist super safe. Ich überlege gerade, was ich hier kaufen soll, weil irgendwie für 100 Dollar mehr kriege ich da irgendwie wesentlich mehr Zeug. Vielleicht lasse ich das einfach. Bist du denn verletzt gerade? Ja, ein bisschen. 827 Leben habe ich. Mich hat er halt ein, zweimal erwischt. Dieser Kleine. Das geht ja noch. Ja, damit kann ich ja, super. Leben. Von wo kommst du? Ich komme von. Ach, du bist ja noch ein bisschen weit kannst, weg. Du kannst auf die Karte gucken. Ja, ich renne. Moment. Eigentlich ist das aber ja genau der Fehler. Dunkel. Oh ja, oh Gott, ich muss schnell zum Riverside. Es wird dunkel, du rennst. Also da habe ich jetzt noch nicht so viel Hoffnung. Ja, was soll ich machen, Alter? Ich könnte mich auch da durchsneaken. Vielleicht mache ich das besser und wir machen in der längsten Folge weiter und ich muss dich irgendwie beim Riverside Outpost finden, ne? Genau, ich komme dir entgegen einfach. Okay, wir treffen. Ne, ich muss mich ja da auch mal ausrüsten an dem Laden. Ne? Und wenn es dunkel ist. Solltest du vielleicht mal so ein bisschen, ja. Oh. So ein paar Sachen kann man da hier doch ganz gut kaufen, ich wie zum Beispiel Angst. Das Katana. Naja, wir sehen uns wieder, liebe Freunde, in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Oh mein Gott. Und ich habe gesagt, jetzt hier, das wird alles besser und von wegen. Direkt wieder am laufenden Band abgeschissen. Aber so ist das hier in Nether. Sag niemals Nether.